Okay. Hallo zusammen, ich bin Hartan und heute halte ich die chaotische Viertelstunde zum Thema Systemd, weil mir ist da letzte Woche im Treff, im Gesprächen mit einigen der heute hier anwesenden Personen aufgefallen, dass man zum Beispiel nicht weiß, was Systemd-Template-Units sind. Und da habe ich mir gedacht, halt, Templates, das ist so eine tolle Sache, wie kann man ohne leben? Ja, und deswegen mache ich heute ein bisschen einen Spontanvortrag über Systemd. Also ich werde nicht die Grundlagen mit euch besprechen, was Systemd ist und wie man das benutzt und so, sondern schon so ein bisschen so fortgeschrittenere Themen, wenn man so will. Und zwar am Beispiel von einigen Systemd-Units, die ich selbst geschrieben habe. Und dazu gleich noch eine Warnung. Ich bin kein Paketmaintainer oder so und ich weiß nicht, ob das irgendwelche Systemd Best Practices umsetzt. Works on my machine und damit bin ich eigentlich sehr zufrieden. So, und was ich euch heute als erstes zeigen möchte, ist eine sogenannte Template-Unit. Also Systemd-Units kennt man ja, die gibt es, also das sind dann üblicherweise Dateien in bestimmten Ordnern auf einem Dateisystem. Wenn man hier mal schaut, ich bin jetzt in etc/systemd-system, das ist so quasi der Hauptinstallationsort, also es gibt noch welche unter var, lib, systemd und so weiter. Gibt es 1001 Orte, wo man Units installieren kann. Und ich schreibe meine eben hier in dieses Verzeichnis. Und da gibt es eben einen ganzen Haufen voll. Die jetzt weiß hinterlegt sind, sind tatsächlich auch meine. Ja, und so eine Systemd-Unit normalerweise ist halt einfach eine Datei mit einer Endung. Es kann ein Punkt Service sein, dann ist es eine Service-Unit. Es kann Punkt Timer sein, dann ist es ein Timer. Es gibt noch Target-Units und viele weitere. Das ist aber auch gar nicht das Thema heute. Und normalerweise, wenn man sich das so eine Unit anschaut, dann steht da halt erstmal irgendwelcher Text drin. Ne? Also das ist dann so ein INI-Dateiformat im Endeffekt. Das ist dann hier formatiert, da gibt es oben eine Unit-Sektion, da gibt es eine Beschreibung, da kann man auch bestimmte Bedingungen quasi reinschreiben, die man braucht, damit die Unit laufen kann. Also sieht man jetzt hier oben. Übrigens kann man das lesen eigentlich. Also ich hoffe, ihr schreit sonst. Gut, dann gibt es so einen Service-Teil, also das, was ich jetzt hier offen habe, ist eine Service-Unit, die hat dann einen Service-Teil, steht dann hier. Und wenn man dann noch weiter runter geht, dann gibt es noch eine Install-Sektion. Die Install-Sektion, das ist auch so eine Sache, das sieht man im Internet oft, wenn man Probleme mit Systemd googelt. Leute schreiben eine Systemd-Unit und starten die und dann fragen die sich, okay, ich habe meinen Rechner neu gestartet, meine Systemd-Unit ist weg, was ist passiert? Oft ist das Problem einfach, man hat diese Install-Sektion vergessen. Weil wenn man Systemd quasi nicht sagt, welcher Teil meines Rechners diese Unit eigentlich haben möchte, mit zum Beispiel einem Wanted-By, dann sagt Systemd, ja, ist schön, aber Und dann passiert ja erstmal nicht viel. Deswegen ist so eine Install-Sektion immer ganz praktisch. Hier habe ich jetzt angegeben Wanted-By-Multi-User.Target. Das heißt, wenn Systemd irgendwann im Bootprozess das Multi-User-Target startet, dann weiß er, aha, das Multi-User-Target wollte gern diese Unit haben und startet die gleich mit. So, und was ich jetzt hier mache, diese Datei, das ist jetzt, die heißt bees-add.service und dieses add hat bei Systemd in Unit-Namen eine besondere Funktion, das ist quasi magisch, weil wenn ich mir diese Unit anschaue, bees-add, und versuche sie zu starten, dann wird das erstmal nicht gehen. Ich kann das jetzt gerade auch nicht demonstrieren, weil diese Unit benutze ich auf diesem Rechner nicht. Wie gesagt, ich habe das nicht vorbereitet. Jedenfalls, was uns das Add sagt, ist, das ist quasi ein Platzhalter. Ich habe die Möglichkeit, wenn ich diese Unit starte, hinter dem Add einen Füller anzugeben, also quasi eine Variable, wenn ich so will, und zwar genau eine. Und dann erzeugt Systemd aus diesem Template zusammen mit der Variable, die ich dahinter einsetze, eine konkrete Instanz. Also man kann sich das ein bisschen vorstellen wie Vererbung eigentlich. So, das ist erstmal virtuell alles hier. Ich kann das nicht starten, das tut nichts. Und wenn ich ihm eine Variable mitgebe, dann wird daraus eine echte Instanz und die wird gestartet. Und wo finde ich das? Es gibt in Systemd so einen Haufen von Identifiern. Das ist dann üblicherweise ein Prozent, also einfach als Charakter, Prozent und dann ein Buchstabe. Was die tun, kann sich kein Mensch merken. Dafür gibt es eine Manpage. Und der interessante Identifier an der Stelle ist das Prozent i. Und weil nämlich alles, was zwischen diesem Add steht, also wenn ich die Instanz erzeuge, zwischen dem Add und dem Punkt Dateiendung, das kann ich dann in dem Unit-File mit Prozent i abrufen. Und hier sieht man Prozent i, ich habe da so ein paar Stellen. Einmal hier in der Beschreibung, damit ich quasi, also bei an einigen Stellen im Syslog oder so, sieht man halt die Beschreibung der Unit stehen. Dann steht da halt gleich drin, welche Instanz das jetzt war. Wenn man mehrere Instanzen hat, ist das sehr praktisch.
Und hier rufe ich dann noch ein bisschen weiter unten einen Befehl auf. Man erkennt das jetzt hier nicht so gut, weil das ein Containeraufruf ist. Daher ist das alles so ein bisschen versteckt und verschachtelt. Aber im Endeffekt nehme ich quasi diese Template-Variable, die ich da angebe, und setze sie an vielen Stellen ein. Und jetzt in diesem konkreten Fall ist das eine Dateisystem-UUID. Also Bees ist ein Deduplikationstool für ButterFS-Dateisysteme. Und dem sage ich halt, auf welchem Dateisystem er arbeiten soll, indem ich ihm eine UUID mitgebe. Und früher hatte ich dann halt tatsächlich auf dem Rechner, wo ich es brauchte, so einfach nur ein Bees.Service, also keine Template, sondern einfach ein Bees-Service, bis ich dann daheim auf meinem Rechner mal zwei separate Dateisysteme hatte und ich wollte auf beiden Bees laufen haben. Und dann habe ich mir gedacht, man kann jetzt natürlich das Ding kopieren und dann einfach die UUIDs ersetzen, aber geht das nicht auch schöner? Und so kam ich dann eben auf die Templates und habe das dann hier umgesetzt. Also wenn ich das dann starte, auf diesem Rechner jetzt wie gesagt nicht, dann gebe ich ihm Bees, Add und dann ein Dateisystem UUID und dann läuft das fröhlich vor sich hin. Zusätzlich zu Bees jetzt im Speziellen habe ich dann noch eine sogenannte Slice angelegt auf meinen Rechnern. Und zwar bei Bees im Speziellen ist das Problem, als Bees ist ein Deduplikationstool, das heißt, es erzeugt viel I.O., weil es liest den gesamten Inhalt der Festplatte und bildet Hashes. Das heißt, neben dem I.O. bildet es auch ziemlich viel CPU-Last. Das ist natürlich nervig, wenn man produktiv arbeiten wollte auf dem Rechner. Und deswegen gibt es Slices, damit kann man quasi Ressourcen managen für Units. Und was ich hier damit gemacht habe ist, also in diesem Bees-Service müsste das auch irgendwo drin stehen, in welcher Slice der drin ist. Falls ich es finde, mal gucken, sehe ich jetzt gerade auf Anhieb nicht. Ja, genau, ha, danke. So, hier in Zeile 11 sieht man Slice gleich, MachineBees.Slice. Und das heißt im Endeffekt, dass er diese Service-Unit als Teil meiner Slice anmeldet. Und was ich dann in der Slice mache, das ist dann eben der eigentlich coole Teil. Ich sage ihm hier, er soll CPU-Accounting anmachen. Er soll also quasi mal gucken, wie viel CPU brauchen die Units in dieser Slice eigentlich. Und der interessante Teil fehlt jetzt hier, weil das mache ich dann normalerweise über ein Drop-In. Ich kann ihm dann in der Slice auch sagen, wie viel CPU alle Einheiten in dieser Slice maximal benutzen dürfen. Weil, wie gesagt, wenn ich halt nur ein Bees habe auf meinen Rechnern, dann sage ich einfach im Service-File, okay, du darfst jetzt halt ein Viertel meiner verfügbaren Kerne benutzen. Wenn ich jetzt aber bei mir daheim zum Beispiel zwei Instanzen von Bees habe, dann könnte ich auch jedem davon ein Viertel meiner Kerne geben. Irgendwann wird es dann aber ein bisschen doll. Und deswegen habe ich mir dafür einfach eine Slice geschrieben und dann konfiguriere ich einfach die Slice auf all meinen Rechnern und füge das dann entsprechend ein. So, und hier fehlt jetzt eben noch was, weil hier steht der Teil mit wie viel CPU darfst du benutzen noch nicht drin. Das ist auch Absicht, weil ich wollte das nicht hardcoden, weil SystemD, also rechnet quasi ein CPU-Kern sind 100%. Meine Rechner haben alle unterschiedlich viele CPUs und ich will da nicht einfach statisch 100%, also einen Kern eintragen, weil dann wird er nie fertig. Und deswegen kann man dann mit systemctl-edit, kann man dann Dateien editieren, also das ist quasi die Alternative zu, ich schreibe im Dateisystem rum. Und der Vorteil daran ist, insofern ich mein Passwort eingeben. Also. Dann öffnet sich ein Editor, jetzt ist das Nano, schade. Hier kann ich jetzt die Datei editieren und was systemd dann macht, also wenn ich das normalerweise im Dateisystem editieren würde, dann schreibe ich halt die Datei um, okay, und alles, was vorher mal in der Datei war, ist, also die Änderungen sind dann halt endgültig, ich überschreibe quasi, was da drin steht. Und mit diesem systemctl-edit, es hat den schönen Vorteil, das erzeugt sogenannte Drop-Ins. Das kann man sich im Endeffekt vorstellen wie ein Override, also man überschreibt Teile der Unit und dadurch geht nichts verloren, weil ich kann quasi zu einer Unit beliebig viele Drop-Ins haben. Und das erste Mal, als ich das gemacht habe, dachte ich mir, oh Gott, muss ich jetzt echt diesen ganzen Kommentarblock da unten kopieren und da oben wieder reinschreiben? Nein, muss man nicht. Man kann dann hier jetzt einfach mal, ich überschreibe mal die Description. Man muss die Sektion natürlich angeben, wo das Keyword angesiedelt ist, sonst kann SystemD nichts damit anfangen. Aber dann kann ich jetzt hier einfach die Beschreibung überschreiben. Auch noch so ein Tipp, wenn man so Dinge überschreiben will, dann ist es, also das sieht jetzt doof aus, warum schreibe ich Description ist gleich gar nichts. Und dann nochmal hier, hallo Chaos-Treff. Das hat folgenden Hintergrund. Es gibt in SystemD so ein paar Keywords, die akzeptieren Listen.
Die kann ich quasi mehrfach in eine Unit schreiben und die überschreiben sich nicht gegenseitig, sondern dann wird einfach, was da immer als Argument steht, wird dann konkateniert in so ein Array quasi. Und damit, indem ich quasi erst einmal hier schreibe, Description ist gleich, sage ich ihm, lösch alles, was du vorher wusstest und sage ihm dann hier, schreib Hallo Chaos Treff rein. So, mal gucken, ob ich Nano bedient kriege. Gut. So, man sieht dann auch, was er getan hat. Er hat jetzt hier ein Edited File angelegt. Ich kann jetzt hier mal schauen in machinebeast/slice.d. Liegt dann override.conf und da müsste jetzt dann, behaupte ich mal, der Inhalt sein, den ich gerade reingeschrieben habe. Genau. Und jetzt, wenn ich aber halt jetzt wieder in meinen machinebeast.slice reingucke, dann steht da immer noch die originale Description drin. Das war jetzt nicht, was ich haben wollte. Sondern was man dann macht, ist erstmal, also erstmal macht man natürlich, weil man eine Datei bearbeitet hat, einen Daemon Reload, sonst wird sich Systemd beschweren und ignorieren, was wir getan haben. Und dann macht man einmal Cut, machine-beast.slice, da war es schon. So, und dann sieht man jetzt hier, also oben gibt es diese Kommentarzeile in blau, da sagt er quasi, welche Datei ist das, und dann darunter den Inhalt einfach so als Cut ausgegeben. Und dann sieht man unten noch, es gibt hier noch die Overrides. Also er zeigt mir quasi zu einer Datei dann auch an, was für Overrides er alles gefunden hat. Das Puzzeln muss man dann jetzt hier noch ein bisschen selber machen, also was ist jetzt überschrieben worden, was nicht. Aber so kann man dann halt Dinge überschreiben und das benutze ich dann zum Beispiel, um für meine Deduplikation pro Rechner ein Drop-In anzulegen, wo ich die maximale CPU-Last begrenze. Hat den Vorteil, wenn ich Upstream Änderungen mache an der Datei für irgendwelche anderen Systemd-Einstellungen, dann werden die alle übernommen, weil Systemd ja quasi das Original merged mit den Änderungen, die ich gemacht habe und so geht nichts verloren. Sonst hätte ich halt das Problem, wenn es dann vom Upstream ein Update gibt, dann ziehe ich das rein und dann ist alles, was ich selber reingeschrieben habe, in der Datei halt weg. Das ist halt doof. So, und dann habe ich noch ein Beispiel. Das sieht hier ja alles ganz wunderbar aus. Hier habe ich jetzt noch ein Beispiel für einen Timer und einen Service, weil Templates kann man nicht nur in Services machen, sondern auch in Timern. Also alle, die Timer nicht kennen, das ist quasi Cron in ja, etwas mehr Schreibarbeit. Im Endeffekt kann ich Systemd-Timer-Units anlegen und die können dann wieder Service-Units starten. Also wenn ich wiederholend einen Service starten möchte in festen Abständen, dann nehme ich einen Timer. Und Timer starten per Default erstmal den Service mit dem gleichen Namen wie der Timer, aber halt mit anderer Dateiendung. Und das kann man auch mit Templates machen. Ich habe jetzt hier zwei Dateien. Das eine ist btrbk.timer und dann habe ich hier noch einen btrbk.service. Und das Coole ist jetzt, ich muss nur eine Instanz von meinem Timer anlegen und systemd findet dann automatisch raus, dass wenn der Timer abläuft, er eine Instanz von dem zugehörigen Service-Template anlegt und die startet. Das heißt, quasi was ich da als Variable hinter das Add reinschreibe, propagiert er dann automatisch in einen Service. Ich muss den nicht anlegen, ich muss bloß das Template-File irgendwo haben und systemd macht für mich den Rest. Finde ich persönlich ganz cool und auch hier könnte man dann wieder, ich habe es jetzt hier als Kommentar reingeschrieben, so in Zeile 9 bis 11, wenn ich quasi zu anderen Zeitpunkten meinen Timer laufen lassen will, dann nehme ich systemctl-edit und überschreibe das und dann läuft der halt wann anders. So. Und dann habe ich rechts dazu eben noch das Service-File. Hier sieht man dann eben auch wieder an diversen Stellen, vielleicht mache ich das mal ein bisschen größer, an diversen Stellen das %i eingefüllt. Das benutze ich tatsächlich auch, also das ist auch auf meinem Rechner hier gerade so produktiv im Einsatz. Und dann werden die Templates eingefüllt. Und dann startet er eine Instanz draus. Und hier habe ich jetzt mal, das ist, okay, ja, das füllt er jetzt nicht aus, okay, schade. Ja, das ist jetzt zum Beispiel einmal eine Instanz. Also ich habe auf meinem Rechner dann so eine Datei, na, home.timer, genau. So, und da könnte ich jetzt auch mal, hier ist, wenn ich jetzt mal ein Template nehme, das könnte ich jetzt auch starten. Ich sage jetzt mal btrbk.timer, dann geben wir unser Passwort ein. Und geben wir es nochmal ein. So, genau, das ist eben das, was ich meinte. btrbk.timer, da sieht man, okay, da ist ein Atom-Dateinamen, das ist also ein Template. Wenn ich das starten will, dann sagt er, da fehlt der Instanzname, was im Endeffekt nur Systemd's Art mir zu sagen ist, zwischen Add und Punkt, da muss noch irgendwas hin.
In meinem Fall ist das eben das Home. Und das hat man hier oben im Output gesehen. Wenn ich jetzt hier nochmal starte, ich habe dann tatsächlich mit Home eine Instanz gestartet von meinem Timer. Und warum mache ich das in diesem Fall? Das hat den Hintergrund, dass ich hier in etc/btrbk dann Konfigurationsdateien habe. Und da heißt eine Konfigurationsdatei home.conf, Zufall. Und diese systemd-Instanz läuft dann quasi mit dieser Konfigurationsdatei. Und das ist ganz cool, weil ich halt auch Systeme habe, wo ich tatsächlich mehrere Instanzen von diesem Tool habe, die dann alle mit verschiedenen Konfigurationsdateien laufen. Und ich muss nicht fünfmal das gleiche Service-File kopieren, weil ich ein Template dafür benutzt habe. Genau. Ja, und damit wäre ich am Ende meines Vortrags. Danke für eure Aufmerksamkeit. Felix. Ich habe eine Frage, und zwar kann man auch quasi Override-Files für einzelne Instanzen machen, sodass man quasi ein Override-File mit Add für diese Instanz und dann spezifische Sachen überschreibt? Das ist eine gute Frage. Ja, die Frage war, ob man quasi auch für Template-Instanzen ein Override machen kann. Die ehrliche Antwort ist, ich habe es nie probiert. Wir können es mal ausprobieren. Okay, ja, anscheinend. Also, er hat sich nicht beschwert. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es geht. Ich weiß jetzt bloß nicht, was... Ich könnte... Ja, ja, genau. Ja. Ich könnte jetzt hier tatsächlich mal, ja, den Namen sehe ich halt nicht im Journal, aber ich sehe halt, wann er das Ding ausgeführt hat. Das werde ich dir halt jetzt nicht gleich sagen können, aber ich hoffe, das verzeihst du mir. Jetzt, wenn man Nano bedienen könnte, dann könnte man auch sicher auch scrollen. Bitte? Ja, den Namen, aber nicht, das ist der Syslog Identifier, oder? Aber den gibt es doch nur für Services. Ich editiere gerade einen. Zeigt dir die Description immer im Syslog an, wenn er das Ding startet? Da bin ich mir gar nicht sicher. Nee, doch, auf jeden Fall. Im Status müsst ihr jetzt in das Description auf jeden Fall. Das steht da mal drin. Ja, aber ob er dir jetzt. Wir können es gleich probieren. So. Ja, fast. Ja, hallo Carsten. Okay. Ja, also um deine Frage zu beantworten, ja, geht. Quod erat demonstrandum. Okay, cool. Bitte. Wie ich die Timer instanziere, ja, das mache ich einfach, indem ich, wie ich eine Instanz sonst auch starte, systemctl, erstmal, damit er mich nicht wieder nach Passwort hinfragt, start, und dann habe ich jetzt hier zum Beispiel btrbk add, ja, das, okay, was? Wenn du den Start hast, ist er dann nicht installiert, ne? Nee, nee. Nee, nee, ja, also installieren, also starten und installieren sind ja in systemd sowieso immer zwei getrennte Operationen, beziehungsweise es gibt ja auch das enable --now, wer das nicht kannte. Also wenn ihr mal irgendwo auf Stack Overflow gesehen habt, irgendwas systemctl start und dann systemctl enable, nein, es gibt systemctl enable --now. Also ich weiß nicht, warum man einmal zwei Befehle draus machen muss. Ja, und dann könnte ich jetzt hier halt, den könnte ich jetzt starten, der würde dann halt furchtbar aufs Maul fliegen, wenn er dann läuft, irgendwann in 4 Minuten, weil er halt die Konfigurationsdatei nicht findet, die ich im Template angegeben habe. An sich geht das. Ja. Genau, und jetzt hat er eben die Instanz erzeugt und... Also du siehst jetzt hier auch, also er schreibt ja hier auch in die Shell created symlink und er hat jetzt eben quasi gesagt, das Multi-User-Target möchte dann auch noch einen btrbk@fubar.timer und das ist jetzt ein Symlink auf meine btrbk add, also quasi meinen Template-Timer. Und so macht er dann die Verbindung. Ja, genau, mit Bees mache ich das für jedes Dateisystem, also da muss ich ja sowieso vorher eine Konfigurationsdatei angelegt haben, sonst weiß Bees gar nicht, was es tun soll. Und dann lege ich die Konfigurationsdatei an und dann sage ich ihm enable --now Bees at lange-uuid.service und dann läuft der fröhlich vor sich hin. Und dann halt natürlich auch über Reboots hinweg.
Ja, das ist auch noch so eine Sache, wenn ihr tatsächlich mal so ein System aufsetzt, irgendwie mit, keine Ahnung, Ansible oder so. Ihr müsst nicht diese Befehle eingeben mit systemctl enable, weil er schreibt ja, was er da macht. Es reicht also, wenn ihr einfach einen Symlink anlegt, dann habt ihr das gleiche Ergebnis erreicht. Also kann man so machen, muss man halt wissen und es gibt Leute, die tun das tatsächlich gerne. Ich benutze auch lieber die systemd Command Line. Weitere Fragen? Keine Frage, noch eine Anmerkung. Man kann auch alle Timer listen mit systemctl list minus timers. Das ist auch noch ganz praktisch. Man wissen wir, was alles für Timer Ja, man, installiert sind. aber es gibt auch Globs. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich weiß nicht, ob das mit Status geht, aber er kann prinzipiell auch Globbing und dann muss ich das escapen, damit meine Shell das nicht frisst. Genau. Das geht also. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch hier einfach HO und dann ein Sternchen und dann zeigt er mir alle Timer-Instanzen, die mit HO anfangen. Das geht also ja, auch noch so ein cooler Systemd-Hack, wenn ihr mal tatsächlich alle Instanzen von einem Template sehen wollt, benutzt einfach Globbing und dann müsst ihr nicht selber gucken in List-Units oder so, welche denn gerade laufen. Okay. Ich habe bei mir eine ACTKBD Template-Dingsbums. Okay. Ich habe es nicht selber geschrieben, sondern von NixOS einfach sozusagen die Option genutzt. Und da nutzt der Dev-Input-Event und dann Zahl. Und ist das automatisiert? Also dass sozusagen er guckt, okay, welche Inputs gibt es und macht dann für jeden Input, den es gibt, einen Service oder Ja. ist das manuell halt Ja. wirklich nur Also Template? die Frage war, auf NixOS gibt es anscheinend so ein. Hat hier jemand einen Service, der ist irgendwas mit ACTX KBD, der dann wiederum in der Service-Datei mit slash dev, slash input und irgendwelchen Pfaden arbeitet, die dann anscheinend mit Zahlen parametriert werden. Die Antwort darauf ist, ich habe keine Ahnung, aber ich würde vermuten, dass UDEV das macht, weil UDEV ist ja ein sehr mächtiges Werkzeug und in UDEV kann man auch sagen, dass er bestimmte Aktionen ausführen soll, wenn Geräte erkannt werden oder sich anmelden. Und ich könnte mir vorstellen, dass die einfach ein UDEV-Skript gebaut haben, das quasi merkt, okay, da ist jetzt ein neues Dev-Input-Objekt aufgetaucht und dann liest du aus den UDEV-Metadaten die Zahl aus und startest einfach eine entsprechende Systemd-Instanz, also Service-Instanz. Ich glaube, ich nämlich auch irgendwas von Jule gelesen zu haben, weil es nicht klar war. Ich habe Jule habe ich noch nicht gefasst, da ist nichts. UDEV hat, also wann immer irgendwie Hardware im Spiel ist, ist sicher auch UDEV beteiligt. Es ist Wahnsinn, was man damit alles tun kann. Zur Info, ACTKBD ist ein Daemon, ein Hotkey-Daemon, wo man sozusagen der global, also in der, als Root-User läuft und kann man sozusagen zum Beispiel die Lautstärke-Tasten oder die Bildschirmhelligkeitstasten darüber programmieren und es funktioniert dann auch Ah, im okay. TTY und Ja. wenn mein Lockscreen gerade an ist und so. Ah, okay, also quasi so Accelerator oder so globale Keybindings, kann ich mir das vorstellen? Was ist Accelerator? Ja, Accelerator ist eigentlich nur, also je nachdem, wo man ist, ist das einfach nur ein anderes Wort für Keybindings. Achso, Also ja. quasi so Tastenkürzel. Gut, weitere Fragen, Anmerkungen? Ja, bitte. Was ist also, was meinst du mit beschäftigt? Okay, die Frage war, ob ich mich etwas näher damit beschäftigt habe, was CPU Bandwidth Limiting macht. Ich kann dir jetzt aus dem Kopf nicht sagen, ob das genau die Option ist, die ich in Beast überschreibe, also in meiner Slice. Aber im Endeffekt, also wenn es die ist, ich habe das so verstanden, du hast halt CPUs in deinem System, so nproc sagt dir wie viele. Und die Zahl, die aus nproc rausfällt, nur mal so spaßhalber, bei mir sind das 12, so 12, die multipliziere ich mit 100%. Das heißt, mein System hat insgesamt 1200% aus Sicht dieses Settings. Und dann kann ich ihm halt sagen, wenn ich da jetzt CPU Bandwidth Limit sage, 300, dann nimmt er 300%, also drei volle CPUs und gibt die diesen Service-Instanz, Dingsbums, was auch immer, zum Spielen.
Und das heißt aber auch, dass wenn quasi das Ding, was läuft, mehr CPU braucht, dann wird der einfach vom Scheduler nicht mehr aufgerufen, bis quasi der CPU-Zyklus vorbei ist. Das läuft alles über den Completely Fair Scheduler. Und die Metriken, die kann man übrigens auch in Systemd alle einstellen. Also das ist toll, was man in Systemd alles kaputt spielen kann. Ja, und Systemd stellt dann wirklich sicher, dass der nicht mehr als 300% CPU braucht. Also wenn du mal... Ja. Ja, genau. Also es ist kein CPU-Pinning, sondern er könnte tatsächlich auch die Last auf mehrere CPUs verteilen. Ja, also so habe ich das bisher auch wahrgenommen. Ich kann dir nicht sagen, was es alles für Unterschiede gab zwischen Cgroups V1 und Cgroups V2, weil ich habe erst angefangen, mich mit Linux zu beschäftigen. Da gab es Cgroups V2 schon. Und daher weiß ich nicht, wie das auf älteren Rechnern ist. Also, ja, soweit ich weiß, kann es Docker seit einiger Zeit und mit Kubernetes arbeite ich nicht. Daher kann ich dazu keine Aussage treffen. Yep. Danke. Ich starte meine Container einzeln und von Hand. Ja, ich bin da auch sehr froh drum. Gut. Weitere Fragen? Okay, Dankeschön.